fliegen 4 Deutsche nach Tschechien, um sich zünftig eine aufs Dach zu hauen. Tja, Freunde, was sich anhört wie der Anfang von einem Witz, ist die knallharte Realität und wir freuen uns sehr darauf, dass das bei Octagon 45 bald auf der Prager Štvanice vonstatten geht. Ich habe es gerade angesprochen, das Mega-Event mit 2 Fightcards an 2 Tagen direkt aufeinander folgen, findet nämlich demnächst statt. Und da sind ein paar Kämpfer mit dazugekommen, die ich euch jetzt einmal vorstellen möchte. Okay, let's go. Zum Beispiel das MMA-Nachwuchstalent Eduard Kexel. Der hat jetzt mittlerweile eine Kampfbilanz von 8:1. Ist also wirklich solide und er hat seinen letzten Gegner so mustergültig schön schlafen geschickt, dass ich das so oft im Replay ansehen musste, bis die ganze Schokoladentafel weg war. Auch wenn Bark gegen Keita kein Land gesehen hat, ich meine gut, fairerweise müssen wir sagen, es ist keine Schande gegen Keita zu verlieren, ist der Mann aber natürlich eine ordentliche Nummer und hat über 70 professionelle Thai-Box-Kämpfe. Also eine richtige Feuertaufe für Eduard Kexel und wir dürfen gespannt sein, ob es auch in diesem Kampf wieder so ein denkwürdiges Finish gibt oder wer hier die Nase vorn hat. Ein weiterer Neuzugang, den wir bei Octagon haben, ist der Bremer Nico Serbesis. Der hat jetzt zwar seit 2019, also sage und schreibe 4 Jahre, nicht mehr im Käfig gestanden, aber er hat inzwischen sein eigenes Gym und er ist auch der Head Coach von Octagon MMA Fighter Jamie Cordero. Und lasst euch eins gesagt sein, Freunde, auch wenn der Mann nicht viel wiegt, ist es absolut eklig, mit ihm im Bodenkampf zu sein. Und der wird jetzt seine BJJ-Skills gegen den Tschechen Ivan Klevitz auf den Präsentierteller zeigen. Klevitz ist aber noch ein unbeschriebenes Blatt, hat noch keine Profikämpfe und somit liegt der Erfahrungsunterschied auf jeden Fall bei Serbesis. Aber wir denken daran, es ist der MMA-Sport und natürlich kann auch hier wieder alles passieren. Und dann dürfen wir uns bereit machen für das Comeback von Lazar The Punisher Todev aus Stuttgart. Dem Mann ist es gelungen, den Polen Adam Palasz mit einer absoluten Glanzleistung mal so richtig zu entzaubern. Er hat gegen ihn sein Octagon-Debüt gemacht und man muss fairerweise sagen, fast keiner hat ihm im Vorfeld wirklich eine Chance eingeräumt, dass er das Ding gewinnt. Jetzt bekommt es mit der nächsten Herausforderung zu tun und zwar ist das der Brasilianer Wellington Carvalho. Auch der ist eine ganze Nummer schwerer als Todev und der hat seinen letzten Kampf zwar gegen Hatef Moel verloren, hat aber auch dort gezeigt, dass er wirklich schönes Striking hat und auch wirklich agil kämpft für einen Mann, der so ein Gewicht auf die Waage bringt. Das kann also wirklich interessant werden, wenn wir 2 Striking-Virtuosen haben, die sich dann im Schwergewicht dort das Leder um die Ohren hauen. Und es könnte sogar sein, dass einer von beiden vorher schlafen geht. Aber das Striking-Level, was die beiden an den Tag legen, ist wirklich was für Genießer. Zu guter Letzt gibt es noch das Aufeinandertreffen zwischen dem Münchner Michael Degaschek und dem Tschechen Vlado Lengal. Ich hatte es in der letzten Ausgabe schon angesprochen, dass da ziemlich böses Blut am Fließen ist, denn Vlado Lengal ist ein Teamkollege von Radek Rusal und den hat Michael Degaschek sehr, sehr kurzfristig angenommen und hat dann auch noch gegen ihn gewonnen. Das war eine wirklich krasse Leistung und jetzt ist da aber natürlich der Haussegen schief und Vlado Lengal will die Niederlage von seinem Teamkollegen natürlich rächen. Und dann kommen wir mal noch zur Trash-Talk-Ecke, liebe Kampfsportfreunde. Und auch da knistert es natürlich wieder mächtig. Die Frankfurterin Katharina Dalista hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass ihr von ihrem BJJ-Coach der lilane Gürtel verliehen wurde. Jacinta Austin, also die baldige Gegnerin von Katharina Dalista, hat gesagt, das genießt du besser, denn der Jiu-Jitsu-Gürtel ist der einzige Gurt, der dir dieses Jahr umgeschnallt werden wird. Ist natürlich eine Anspielung auf deren Titelkampf in Frankfurt, aber am 16.09. ist es dann soweit, dann dürfen die beiden Damen den unangefochtenen Championship-Gürtel im Strohgewicht auskämpfen. Und auch Octagon-Neuzugang Mark Dussis aus Düsseldorf ist natürlich beim Trash-Talk absolut kein Kind von Traurigkeit. Und wenn man mal die YouTube-Videos von anderen Kämpfern anschaut, wie beispielsweise Stefan Pütz oder auch Alexander Popek, der jetzt gerade seinen YouTube-Kanal gelauncht hat, dann sieht man natürlich, dass dort in der Kommentarsektion auch ein gewisser Mark Dussis sein Unwesen treibt. Und der hat das natürlich als Möglichkeit genommen, um wieder gegen die Fighter zu sticheln, um Stefan Pütz herauszufordern, gegen den er unbedingt kämpfen möchte.
und natürlich auch ein Match gegen Alexander Popek herauszukitzeln. Der hat jetzt den Interims Championship Gürtel im Halbschwergewicht leider nicht gewinnen können und dann hat Markus Siess das gerade mal als Steilvorlage genommen, um ihn auch hier wieder ein bisschen zu piesacken und möglicherweise ein Match auf dem Tablett serviert zu kriegen. Ob die Taktik aufgeht oder nicht, das erfahrt ihr natürlich demnächst hier bei mir, wenn die kommenden Matchups für die kommenden Veranstaltungen auch hier wieder bekannt gegeben werden. Tja Freunde, das bedeutet, wir machen uns bereit für das große Open-Air-Event auf der Prager Stwanice und dann geht es nach der Sommerpause auch schon sehr bald weiter in Frankfurt. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, auch dort sind die Tickets wieder heiß begehrt. Es sind noch ca. 70% der Tickets verfügbar. Gerne könnt ihr einfach auf octagonmma.com auf den Ticketshop gehen und euch eure letzten Tickets sichern. Falls es euch nach Frankfurt nicht reicht, könnt ihr euch natürlich auch gerne in Köln dazu gesellen, denn im November werden wir die Lanxess Arena zum ersten Mal in Deutschland mit einer MMA-Veranstaltung so richtig voll machen und die Stimmung aufladen, bis das Dach weglupft. Die Fights, die es dort zu sehen geben wird, stehen allerdings noch nicht fest, aber ihr könnt natürlich gerne schon mal die Kommentarsektion vollpacken mit euren Wunschkandidaten, wer auf der Fightcard in Köln auf gar keinen Fall fehlen darf. Also bis dahin, wir sehen uns. Adios, euer Philipp. But make it this far, they hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy.